Es ist der Traum von fast jedem Schüler, eine Schule ohne Lehrer. Seit dem Mittwoch ist der Traum an der Kante Unterstrasse Realität, weil die Lehrer an einer Weiterbildung sind, unterrichtet Schüler die Schüler. Ob das jetzt viel ausnützt und schwänzt oder ob es am Ende sogar besser klappt, wenn die Banknachbarin am Lehrerpult steht statt dem Mathelehrer, das zeigt der Beitrag von Alexander Wenger. Matheunterricht im Gymi Unterstrasse. Kein einziger Lehrer ist um. Eine Schülerin unterrichtet die Klasse. 180 Gymnasiasten sind 3 Tage lang ohne Erwachsene im Gymi. Ich finde es eigentlich noch cool. Es ist mal ganz anders, das mal zu sehen. Und es geht auch. Also ich hätte es eigentlich nicht gedacht. Ich denke, es sind schon ein riesen Chaos. Die Stunden sind irgendwie persönlicher, weil man die Leute halt besser kennt, die auch unterrichtet. Leute, die eigentlich immer in die Schule gehen, hätte ich nicht erwartet, dass die Leute in die Schule gehen und dass die Lehrer auftauchen. Nach dem Unterricht treffen sich die Lehrer im Lehrerzimmer zum Kaffee trinken und über die Schüler reden. Überraschend, Schulschwänzen, zu spät kommen und aufziehen vergessen, in diesen Tagen überhaupt kein Thema. Die meisten wissen, dass ihre Kollegen viel Zeit investiert haben und Arbeit investiert haben, um die Stunden vorzubereiten. Und man kommt ihnen entgegen, man unterstützt das, zeigt Fairness, wenn man die Stunden besucht. Sie melden sich mehr, weil sie nicht so Hemmungen haben, vielleicht, weil man einander halt erkennt. Und weil es halt auch ein sehr kleines Schulhaus ist, ist nicht so ein Ding. Auch der Schuldirektor ist ausgeflogen. Darum sitzt die 18-jährige Damaris auf dem Chefposten. Die Gymnasiastin schaut, dass die Schule reibungslos läuft. Ich denke, die haben das gemacht, dass wir Schüler mal die Verantwortung übernehmen, was sie sonst immer haben. Und mal sehen, wie das ist von der anderen Seite. Nicht immer als Schüler, sondern auch als Lehrer oder eben als Direktor die Schule zu leiten. Fazit der Gymnasiasten: ruhiger Unterricht und aufmerksame Schüler. Das Projekt «Schüler unterrichtet Schüler» findet hier im Gymi alle 4 Jahre statt. Und am Montag sind dann wieder Direktoren und Lehrer zurück von der Weiterbildung und sehen, ob ihr Schulhaus überhaupt noch steht. Für Tele Zürich vom Gymi Unterstrasse, Alexander Wenger.